Hallihallo, Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play vom Subway Sim Hamburg. Das Ganze erscheint nächste Woche am 16.05. Wir schauen uns heute schon mal an, was das Spiel denn so bietet. Dafür fahren wir jetzt heute einmal mit dem DT5 auf der U3 hier in Doppeltraktion. Und den Zug schauen wir uns, würde ich sagen, gleich dann am Bahnsteig ein kleines bisschen genauer an. Wir steigen erstmal ein und rüsten unser Fahrzeug auf. So, dafür müssen wir einmal hier interagieren. Einmal auf damit, dann kommen wir hier rein. Und dann hätte ich gesagt, ja gut, da können wir schon mal zumachen, ne? Das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal. So, machen wir schon mal zu. Und dann schauen wir, dass wir hier erstmal vor an den Bahnsteig kommen. Wir stehen jetzt nämlich hier so im Kehrt-Wendegleis. Dafür müssen wir einmal hier rechts den Schlüssel einstecken im Expertenmodus und dann schildern. Dabei hilft uns hier rechts die Haltestellenliste. Wir starten in Barmbek, fahren nach Wandsbek Gartenstadt, also von 67 nach 86. So. Von 67, dann die Uhrzeit. Da machen wir mal 9:02 Uhr nach 86. Und wir sind natürlich irgendeine random Fahrernummer. So, zack. Sieht doch schon mal gut aus. Dann machen wir hier einmal, genau, Zugkonfiguration hier rechts übernehmen, den Bildschirm. Können wir auch gleich uns nochmal anschauen. Ein kleines bisschen dann am Platz. So, dann wollen wir erstmal hier mit 20 ganz gemütlich hier auf den Bahnsteig zurollen. So, dann wollen wir einmal vor, damit wir nämlich die Wendeanlage freigeben für den Kollegen, der dann danach kommt. Es gibt nämlich dynamische KI. Das Ganze hier basiert auf der Unreal Engine 5. Ist eben ein eigenständiges Spiel und kein Add-on zu irgendwas anderem. So, wir sehen auch links die Kameras und Co. funktionieren dann. So, rechts fährt auch schon ein Kollege. Genau, einer der KI-Züge, die wir da haben. So, 4, wir sind 6. So, dann wollen wir einmal die Türfreigabe reinmachen. Rechtsfüllfreigabe, die kann ich sogar auch alle zentral öffnen gleich noch. Da seht ihr auch hier natürlich rechts im Bildschirm, was da alles passiert. So, wir im Bildschirm haben auch viele andere tolle Möglichkeiten. Wir können ein paar Sonderansagen machen. Wir können das Fahrgastinformationssystem, die Haltestellen angucken, wo wir halten. Zugzielanzeige schildert natürlich mit dem, was wir da gleich eingegeben haben, automatisch. Da wir eine Ringlinie sind, schildern wir jetzt erstmal Hauptbahnhof Süd. Mit der Zeit wird das natürlich ein kleines bisschen anders. Ansonsten, was wir auch noch machen können, ist irgendwo, glaube ich, das Licht zum Beispiel hier im Fahrgastraum. Würde ich sagen, können wir noch einmal einen ganz kleinen Blick hier reinwagen. Genau, da sehen wir auch hier das Ganze. Wir starten hier in Barmbek, die Uhrzeit und so weiter. Die U3 nach Wandsbek Gartenstadt. Das ist unser Endziel, aber vorne schildern wir natürlich erstmal nur das Zwischenziel, weil wir können natürlich auch von hier aus auch nach Wandsbek Gartenstadt. Das wäre allerdings der kurze Weg. So, genau, das hier soweit der Innenraum, hätte ich gesagt. Das Ganze natürlich relativ generisch, es geht so ein bisschen weiter im Zug. Und ich hätte gesagt, wir fahren einmal los. Wir können uns auch ankündigen, das finde ich ein ganz cooles Feature. Hier rechts mit diesem Button, Ansage außen rechts, gedrückt halten und einmal sprechen. Die U3 in Richtung Hauptbahnhof Süd, zurückbleiben bitte. Die U3 in Richtung Hauptbahnhof Süd, zurückbleiben bitte. So, und dann replayt er das. Das ist ein ganz witziges Feature. Geht auch für den Innenraum und für die andere Seite. So, da wollte ich nur mal ganz kurz gezeigt haben. So, schönen guten Tag, Kollege hier. Genau, wie gesagt, wir fahren uns einmal los. Dass auch ein bisschen auf Strecke kommt, ne? Jetzt haben wir theoretisch schon ein kleines bisschen Verspätung. Das muss ja auch nicht sein. Mit 40 dürfen wir hier los. Okay, wunderbar. Nächster Halt, Saarlandstraße. Ausstieg links. Genau, der Ausstieg hier in Fahrtrichtung links. So, solche tollen Dinge können wir natürlich auch machen. Können Sie immer theoretisch die Innenansage machen. Ansage Passagierraum außen links. So, müssen natürlich gucken, dass wir hier halbwegs im Plan bleiben. So, wir fahren das Ganze jetzt, wie ich gesehen habe. Lass mich überlegen, das gegen den Uhrzeigersinn. Ist unsere heutige Richtung. Das heißt, wir kommen nachher auch am Ende natürlich nochmal nach Barmbek, um dann quasi von dort aus dann nach Wandsbek Gartenstadt zu fahren. Ist eine ganz interessante Linienführung, möchte ich sagen. Also wie das Ganze dann hier in Hamburg geleitet wird, kommt man auch an vielen auch touristischen Punkten vorbei. Von daher wahrscheinlich auch ganz spannend hier die Umsetzung im Simulator, würde ich sagen. Genau, ne, werden wir dann bei Zeiten sehen. Wir fahren jetzt erstmal so ein bisschen durch die touristisch nicht hundertprozentig
spannenden Gebiete. Bin natürlich trotzdem mal gespannt, wie das Ganze hier umgesetzt ist. So. Ich hier den... Ja, ich bin ein bisschen verbremst, mein Freund. Aber hey, das üben wir heute auch noch im Laufe der Fahrt. So. So, können wir jetzt hier nur die Freigabe reinmachen. Theoretisch, dann wird jetzt nur die Türen aufmachen, wo eh jemand aussteigt. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Ist schon lustig, so. Kann man es natürlich auch ein bisschen overusen, aber... Finde ich eigentlich ganz cool, dass das funktioniert. So, ne, je nach Fahrplanlage haben wir natürlich auch dann einen Zug vor uns. Ja. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. So, was wir natürlich immer schauen müssen, ist, dass wir halbwegs sinnvoll bremsen. Das ist jetzt noch was, was für mich jetzt halt hier gerade relativ neu ist. Wissen, wo die Stationen sind, das ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber ich glaube, das werden wir im Laufe der Fahrt rausbekommen. Hoffe ich mal zumindest, dass wir da nicht komplett failen, aber kann ich mir natürlich trotzdem vorstellen, dass wir das ein oder andere Mal noch weiterhin verbremsen. Ich glaube, die werden auch nicht sonderlich passend angekündigt, denn das muss uns ein bisschen hier auf Sicht machen. Also immer von 80 runter, vielleicht ein kleines bisschen schwierig. Je nachdem, wie weit man halt auch eben das Ganze als Station hier zum Beispiel identifizieren kann. So, ich glaube, die Fahrgäste müssen mit ein bisschen ruppigeren Fahrverhalten dann noch eben heute rechnen. Wenn ich das ein bisschen später sehe, dann müssen sie halt auch eben entsprechend. So. Also kurz gefahren war natürlich nicht. Wir wollen hier auf den 6er vor. Wahrscheinlich. Ja, genau. Wunderbar. So, dann haben wir mal Ausstieg links. Machen wir mal auf hier die Hütte. So, dann stehen wir hinten auch wunderbar. Ne? Wir können auch hier mit der Sicht einmal nach hinten. Genau, das passt ja einwandfrei hier, Borgweg. So, wollen Sie noch mit? Ja, wer jetzt nicht eingestiegen ist, hintere Tür, kann ja auch nichts machen. So, oh, ich habe gerade irgendeinen Kollegen bremsen hören, ne? So. Wollen wir aber weiter, was haben wir denn, Ware? Hahaha, ist ja lustig wegen Hamburg, okay. Gucken wir mal, was aufmachen kann. Türstörungs, ne? Beppe haben wir ja auch, das ist ganz wichtig. So ist das hier. Genau. Was kann ich noch alles erzählen? Ne? Jetzt habe ich, glaube ich, schon mal so die harten Fakten erzählt. Wir sehen natürlich noch die ganzen Highlights eben entlang der Strecke. Wir haben einen Fahrplanmodus, wir haben auch einen Expertenmodus, in dem man dann hier eben bei uns heute so ein paar Sachen selbst einstellen muss. Es gibt aber auch einfach einen Quick Drive, indem man einfach, ne, zack, Abfahrplan auswählen und los. Dann brauchen wir auch nicht so viel einstellen. So ein bisschen für den, ich sag mal, simpleren Einstieg. So, ruppiges Bremsen.de. Oh, belastend. Die ersten Türen bitte nicht benutzen zum Ein- und Ausstieg. Die ersten Türen bitte nicht benutzen zum Ein- und Ausstieg. Ja. Haben wir gut gemacht, ne? Einmal zurückbleiben, bitte. Einmal zurückbleiben, bitte. Ach, das ist schon funny. Vor allem, wenn man sich dann verbremst und irgendwie immer Sachen kaputt macht, ne? Aber so ist das eben. Mein Kollege da vorne. Aber gut, was los hier, ne? Gut, ist auch eine natürlich U-Bahn mit dem klassisch städtischen Takt, den wir da haben. Die Killinghausenstraße. Also Eppendorfer Baumschlump haben wir dann auch. Ja, okay. Natürlich auch hier rechts haben wir diese Ankündigung gesehen auf 50, ne? Da bist du das kleine Dreieckchen gesehen. So. Ne, hier ist das kleine 50er Dreieck. Da vorne haben wir dann gleich das A. Okay, das heißt, so sind dann noch entsprechend die Geschwindigkeitswechsel angekündigt. Hey, Gast, so für den Beginn ist es relativ einsteigerfreundlich. Man kann sich nämlich einfach hier mit F1 oben links noch die weitere Hilfe eben anzeigen lassen. Das sind jetzt sehr überschaubar viele Commands, die man da erstmal wissen muss. Von daher eigentlich ziemlich in Ordnung. So, Ausstieg natürlich hier in Fahrtrichtung links. Zu kurz gefahren.
So, 3, 4. Ja, gut, das mit dem 6er haben wir jetzt natürlich ein bisschen. Ja, ich muss mal ein bisschen. Nur mal gucken, so. Einmal eingestiegen hier. Ja, updatet sich relativ langsam, aber tut es auf jeden Fall, ne? Vom Bildschirm her. So, machen wir einmal hier. Okay, ah, genau, okay, wir sehen da auch die Knöpfe, die wir drücken, die bewegen sich auch hier im Führerstand tatsächlich. Das sind die hier, ne? Langsam. Oh, man kann die langsam. Okay. Langsam schließen ist wahrscheinlich so gefühlt wie Freigabe rausnehmen. Okay, I see. So, 40 haben wir hier. Wahrscheinlich noch ein kleines bisschen wegen dem, was da so um uns herum fleucht. Nächster Halt, Eppendorfer Baum. Ausstieg links. So, also kann ich gucken, bis wir mit der gesamten Zuglänge da raus sind, dass wir jetzt schneller dürfen. Links kommt auch nochmal eine andere. Ach nee, guck mal, der Kollege fährt da. Okay. Ja, ich hab's, glaube ich, verstanden. Ah, der Kollege, gut. Der steht da auch immer noch. Ich habe mich wohl ein bisschen verbremst hier. Nee, ich wusste natürlich, dass wir bis zum Ende durchfahren müssen. Deswegen habe ich das genauso gemacht. So. Sagen wir mal, Freigabe und alle Türen auf links. Okay, das heißt, wir haben hier Freigabe. Wir haben hier öffnen, langsam schließen, schnell schließen ist 5. Haben wir auch langsam schließen? Das wäre dann doch eigentlich die 4, wa? Tatsache. Oh, cool. Gefällt mir. So quasi, ne, so nur Freigabe rausnehmen, langsam schließen, kein Zwangsschließen. Ja gut, du bist trotzdem zu spät, da kann jetzt auch nichts machen. Ach, gefällt mir. Gut, da kann man auch tatsächlich so ein bisschen gemütlicher losfahren. Ist jetzt gar nicht in der Steuerung mit drin. Habe ich jetzt aber mal aus der Lage der Knöpfe so geschlossen. Nur 7, 8, 9 ist dann auf dem Numpad links freigeben, alle öffnen, rechts freigeben. Ja, das glaube ich ist ziemlich eingänglich so. So, mal wieder die Frage zum ruppigen Fahrverhalten, je nachdem wie krass das hier ist. Das hatten wir auch schon in der Train Simulator Adaption der U-Bahn Hamburg. Da gibt es ja auch ein Add-on dazu. Das kann ich ja vielleicht mal am Ende im Endscreen verlinken. Hat natürlich nur die Möglichkeiten, die einen der klassische Train Simulator Classic eben bietet. Also nicht allzu viele. Aber trotzdem, wie ich finde, eine schöne Umsetzung, die wir da haben. Kann ich am Ende vielleicht mal zeigen, die U1. Die wir da haben, natürlich ein bisschen eine andere Linie führt, aber natürlich streckenweise auch durch ähnliche Punkte. Ich bin nicht zu kurz gefahren. Aber doch. Weiß aber, ich würde aber sagen, ich stehe aber schon an dem. Was ist denn das 6er? Das war ein ganz schön knappes Bahnsteig hier. So, jetzt aber. Hohe Luftbrücke. Ja, okay. Okay, da können wir gleich ja mal zack, zentral schließen. Und ab geht die wilde Fahrt. Ich habe auch tatsächlich ein bisschen zu wenig Streckenkenntnis. Ab wo wir dann unterirdisch fahren. Nächster Halt. Schlumpf. Übergang zur U2. Ausstieg links. So ist das. So, wollen wir mal gucken. Ausstieg links. Ja, Schlump. Okay, ja, ich glaube, da ist doch nur doch die U1, wenn ich mich nicht täusche. So, lassen wir mal kurz hier nochmal ein bisschen Geschwindigkeit drauf. U-Bahnhof Feldstraße sagt mir dann aber auch noch was hier. Winterhude fahren wir jetzt auch gerade durch. Ja, Borgweg, du, das ist ja alles irgendwie. Kennt man alles so ein bisschen auch aus anderen Simulationen. So, natürlich nicht das Bremsen vergessen hier. So, es hat schon das. Immerhin müssen wir gleich 60. Das ist da vor uns auch schon L-Station, ne? Okay. So, mal ein
Bisschen langsamer hier natürlich. So, Schlump, da kreuzen wir eine andere U-Bahn, genau, und dann ab der nächsten Sternschanze haben wir dann ja auch wirklich noch mehr Linien, die uns da kreuzen, noch mehr Umsteigemöglichkeiten. So, 3, 4, 6. Jetzt bin ich auch nochmal gespannt. Ach, wir stehen jetzt auch schon wieder, okay, wir stehen auch schon wieder drin. So, unterirdisch machen wir mal hier zentral öffnen. Sternschanze, dann haben wir Ufeldstraße, dann geht es Richtung St. Pauli, aber dann, ich sag mal, an den Landungsbrücken tauchen wir auch wieder auf. Wann wir genau auftauchen, weiß ich jetzt gar nicht. Lassen wir die Freigabe gemütlich rausnehmen, mal gucken, wie das hier so schließt. Das sehen wir rechts immer schön in diesem Bildschirm, wann welche Türen sich denn da schließen. Ach, guck mal. Klappt ja sogar super, ne? Einmal 50, okay. Ach, okay. Nächster Halt, Sternschanze. Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Ausstieg links. So, konnte ich nachvollziehen, dass wir hier ein kleines bisschen langsamer werden. Oh, hier war gleich wieder Station. Scheinbar nicht allzu lang. So, Ausstieg links hatten wir ja schon, ne? Passt das? Ja, easy. Gar kein Problem. Uiuiui. Bitte an der ersten Tür bis meinem Ausstieg aufpassen. Bitte an der ersten Tür bis meinem Ausstieg aufpassen. Gibt's auch Knöpfe für. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Ja, Zug fahren kann ich auf jeden Fall, ne? Das ist immer mit dem Kommentieren irgendwie ein bisschen. Immer ein kleines bisschen schwieriger, als man sich das vorstellt. Nächster Halt, Feldstraße. Ausstieg links. So, U-Bahnhof Feldstraße. Ja, da können wir doch auch um sie hin. Ich erinnere mir. Auch wenn wir hier unterirdisch natürlich nicht ganz so viel sehen. Müsste doch gleich wieder aber aufwärts gehen, ne? Ich sehe doch da schon entweder wieder Tageslicht oder die Station oder gar nichts, weil da davon nicht so weit meine Sichtweite-Einstellung passt. Es könnte eher oberirdisch sein. Das ist keine Station. Oder vielleicht ist es beides. Nee, es ist nur oberirdisch. Okay, das heißt, wir halten gleich wieder außen. Eieiei. Ja, da habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, easy snack, ne? Das ist ja alles, das machen wir ja alles on the fly. Uff. Feldstraße. Oh, mal links haben wir auch nochmal gesehen. Gut, hier ist das Haar. So, haben wir denn schon was anderes geschildert? U3 nach Wandsbek-Hartenschack einsteigen, bitte. U3 nach Wandsbek-Hartenschack einsteigen, bitte. Zurückbleiben, bitte. Zurückbleiben, bitte. Und los geht das hier wieder, ne? Okay, das heißt, wir haben jetzt hier Dingens hinter uns. Nächster Halt, St. Pauli. Ausstieg links. So, da sind wir doch jetzt aber, oder? Da müssen wir mal schauen. Und der Kollege. Ich will nicht wieder den Bahnsteig verpassen. Könnte aber noch. Sind wir noch unten? Sind wir schon oben? Ich sehe auf jeden Fall einen Lichteinfall. Eieiei. Hier wird es aber auch schon langsamer als 80 gefahren, aber gut. So. Ja, das mit den Haartäfelchen ist bei mir so eine unverbindliche Empfehlung. So, mal bitte einsteigen. Kann man ganz kurz nach hinten gucken, wa? Ach doch, okay, ja, wobei, das geht schon. Ja, aber wenn ich jetzt weiter hinten gehalten hätte, wäre schon ein Problem gehabt, ne? Dann wäre das mit dem Einsteigen ein bisschen schwierig geworden, weil wir doch ein bisschen weiter weg sind. Ja, muss man schon aufpassen. Also ich weiß nicht genau, vielleicht ist das Warten, das wir da links haben, ist das ein Fahrplan Warten? Also, meint das, dass wir fahrplantechnisch warten müssen?
genau, jetzt dürfen wir hier nämlich einmal bei die Landungsbrücken. Dann müssen wir auch ein bisschen was sehen. Schon wieder Ankündigung auf 40. Ja, schön, dass wir hier ein kleines bisschen langsamer fahren. Da können wir ja gleich ein bisschen hier was sehen. Sehen wir sie auch schon. Ja, wenn wir eh warten müssen, dann können wir auch gleich mal ein bisschen... Oh, ich würde aber gerne so halten, dass ich vorne rausgucken kann. Wie weit darf ich denn eigentlich weglaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich will es auch nicht ausprobieren. Ich will das Spiel jetzt auch nicht gleich irgendwie herausfordern. Hier sieht man doch aber schön runter, ne? Müssen wir direkt hier halten. So. Steigen wir mal aus hier, ne? Hier steht eh warten. So. Türchen auf hier. Dann wollen wir mal einmal interagieren. So, einen schönen guten Tag. Da sehen wir sie. Der Landungsbrücken hier. Was wir alles da haben. Alter Elbtunnel und so weiter, ne? Kennt man. Vorne sind wir die Elbphilharmonie. Naja. So ist das hier. So sieht das hier aus. So, wollen wir mal wieder zurück hier in unser Fahrzeug. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit. Ach, das Warten ist weg. Dann ist das doch wohl ein Fahrplan warten. U3 nach Wandsbek-Gartenstadt zurückbleiben, bitte. U3 nach Wandsbek-Gartenstadt zurückbleiben, bitte. War ja schon schön hier, ne? So, unser Fahrzeug. Jetzt fahren wir dagegen die Sonne. Das heißt, wir haben irgendwie immer so ein bisschen was von allem. So, 50 dürfen wir da vorne. Da klingt das schon mal in Ordnung. So, und hier ist sicherlich, ich denke mal, den touristischsten Teil der Linie. Ne, hier fahren wir auch mit der 111 lang immer um sie und so, ne? Unterhalb. Kreuzen immer wieder schön. Wir haben absichtlich ein bisschen langsamer hier, da können wir ein bisschen was sehen. Das sind eh nur 40 teilweise hier, deswegen. Irgendwo da vorne biegen wir dann rechts ab mit dem Bus. So, anfangen hier mit den 40. Wir doch sehr langsam tatsächlich, ne? Sieht das Ganze mal von außen aus. So, tatsächlich ist ein kleines bisschen unbelebt. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob da noch irgendwas kommt. Es würde mich persönlich jetzt natürlich sehr freuen, wenn hier mal so ein bisschen Leben ist auf den Straßen. Wird dem Ganzen, glaube ich, schon ganz gut tun, aber so mal so landschaftlich, ne, sieht das hier schon sehr, sehr, sehr hübsch aus. So, auch wenn die Elbphilharmonie ein bisschen, ich sag mal, der Distanz angepasst modelliert ist natürlich. So, ja, Ausstieg hier in Fahrtrichtung rechts hatten wir, ne? So, mal vorsichtig hier rum. Die Freigabe langsam rausnehmen. Schließt sich das langsam und da können wir nämlich einmal wieder los hier. Was haben wir denn da? Okay, was? Nämlich diese ganzen Werbungen für fiktive Firmen hier in-game. Ach, guck mal, auch schöner Blick auf die Hafen City da drüben. Nächster Halt, Rödingsmarkt. Ausstieg rechts. Ja, schon ein schöner Ausblick hier tatsächlich. Das kann man jetzt nicht anders sagen. So. 30 haben wir da vorne. Okay. Ja gut, ich glaube, wir müssen uns hier natürlich ein bisschen den Kurvenradien anpassen, die die Straße unter uns hat. Wir können ja nochmal kurz auf 50 hoch. So ist es jetzt ja nicht. Gibt ja trotzdem noch einen Fahrplan, in dem wir uns vielleicht ein kleines bisschen halten sollten. Wobei wir scheinbar ganz gut... Ach, komm, es gibt sogar Autos. Vielleicht ist einfach nur die Intensität noch ein kleines bisschen gering. So, zu kurz gefahren. So könnte ich auch das Video nennen, wenn wir irgendwie zu früh Feierabend machen. Einmal bitte alle eingestiegen hier, ne? So. Gut, ihr wollt nicht mehr mit. Zurückbleiben, bitte. Zurückbleiben, bitte. Ah, schon ein witziges Feature, ne? Kann ich jetzt nicht leugnen. Auch wenn ich in den Optionen noch nichts gefunden habe zum Einstellen, welches Audiogerät verwendet wird, nimmt er wahrscheinlich einfach das Standard-Audiogerät.
Nächster Halt, Rathaus. Oh ja, fahren wir ja komplett durch die Häuserschluchten hier. Natürlich muss ein bisschen bremsen hier, geht natürlich bergab. Hier haben wir dann aber auch gleich 40. Ich glaube aber, dass hier wird ab Zugspitze gerechnet. Ja, eigentlich muss man mal ein bisschen beachten, dass wir natürlich auch noch mit dem Zugschluss da durch müssen. Also eine Geschwindigkeitsbeschränkung in die nächst höhere Geschwindigkeit gilt halt natürlich eigentlich erst, wenn der gesamte Zug das neue Dingens passiert. Ja, das eine, es gibt ja in Hamburg andere Regelungen, das ist auf die Zuglänge gleich angepasst, aber sonst muss natürlich mal ein bisschen auf die Zuglänge Acht geben. So, entschuldigt heute mal ein bisschen so meinen, das ist so ruppigen Fahrstil. Das ist immer so ein bisschen erste Folge, selber ein bisschen warm werden mit dem Spiel und auch so ein bisschen meine Stimme. Ich hoffe, das ist heute nicht allzu problematisch. Wie es das vielleicht für mich ist, wieder was? Was ist das hier für eine Station? Sehr geehrte Fahrgäste, bitte die ersten beiden Türen nicht zum Ein- und Ausstieg verwenden. Liebe Fahrgäste, bitte Achtung an den ersten beiden Türen. Liebe Fahrgäste, bitte Achtung an den ersten beiden Türen. Das ist aber ein sehr kurzes Ding. That's what she said, sorry. Da passt sich gerade so. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, okay. Na, so ist das dann wohl. Habe ich wohl mir komplett verbremst. Das, ja, wenn man das einmal weiß, dann kann man das machen. Das heißt, das ist aber auch so die absolute Maximallänge an Zug, die wir jetzt hier eigentlich haben dürften. Zumindest für den Teil dann. Habe ich mich wohl ein paar Mal verbremst heute. Da tut mir so ein bisschen leid, aber das ist dann wohl so. Nächster Halt, Mönckebergstraße. Ausstieg rechts. So, das heißt, für uns geht es jetzt in großen Schritten Richtung Hauptbahnhof. Ja, Mönckebergstraße ist ja fast schon, klebt ja fast schon daran. So, natürlich nicht hier wieder mich baiten lassen. Wobei das wieder, was haben wir da, so ein kurzes Dings, ne? Nee, ach doch, aber ich muss dich ja hier anhalten, oder? Nee, darf ich hier noch halten, wo das Ding ist? Ich muss mich wieder in den ganzen Bahnsteig, jetzt darf ich halten. Aber hier habe ich ein bisschen mehr Toleranz tatsächlich. So. Wie sieht das hier aus? Hinten? Okay. Swoosh. 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 Dann wollen wir mal gleich mehr vor zum Hauptbahnhof, dass wir ein bisschen was vorwärts kommen. Wir sind ja noch gut im Plan scheinbar. Auch wenn wir unseren kleinen Anflug von Verfrühung jetzt hinter uns haben. Die A50 soll mir bestimmt auch was sagen, ne? Das ist, ist das Diff zum Fahrplan? Genau, das Hauptbahnhöfchen. So, dann müssten wir aber auch nicht mehr allzu weit entfernt sein. Sicher, dass wir mit 80 lang sollen? Frag für einen Freund. Uff. Sah jetzt ein bisschen fix aus für die Kurve. Da bin ich ehrlich. Ach, hier darf ich es schon halten. Ja, Bahnsteiglänge ein bisschen ausnutzen. So. Okay, hier haben auch tatsächlich ein bisschen Aufenthalt. Ich sehe schon. Das heißt, das ist doch der perfekte Moment für mich. Ist ja dunkel hier. Allerletzte Loch. Ja, hier ist es nicht so lochig. Joma, es ist auch nicht sehr weit verfremdet. Will ich ausprobieren, werde ich hochkommen? Ehrlich gesagt nicht. Ich würde das Video gerne fertig abdrehen, so egal was ist. Aber auch generell noch ein bisschen leer hier. Das ist, glaube ich, generell so ein... So eine Kritik, die ich jetzt aktuell tatsächlich noch hätte. Ich finde es doch... teilweise sehr unbelebt. Also um jetzt auch mal ein bisschen so... weiß ja nicht, was ihr jetzt schon davon haltet, um euch ein bisschen gleich ein paar Kommentare von euch vorwegzunehmen. Ich möchte euch nur mundtot machen. Ja, genau. So, es steht immer noch warten, deswegen warte ich einfach noch. Frage ist halt, wie lang? Bis das Warten weg ist, ne? Hauptbahnhof kann ich mir schon vorstellen, dass wir da ein kleines bisschen... länger stehen. Oh, hey. Das ist auch echt, das ist schon hart problematisch gerade. So, jetzt dürfen wir los. U3 nach Wandsbergartenstadt, zurückbleiben bitte. U3 nach Wandsbergartenstadt, zurückbleiben bitte.
Ich weiß, das macht man bestimmt nicht oder so. Das ist so vielleicht so ein Berliner Ding, aber ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, in welcher Stadt man das macht, in welcher nicht. Mir ist das egal. Ich finde das jetzt gerade lustig. So. Ihr könnt mich da ja gerne korrigieren, ob man das hier so macht oder nicht. Ich will das Feature aber gerne weiter nutzen. Nächster Halt, Berliner Tor. Über genau, Berliner. U2, U4, S1 und S21. Ausstieg links. So, und dann geht's jetzt... Uiuiui, war wieder schnell für 80 hier. Naja. Dann geht's jetzt doch wieder relativ straight in Richtung Barmbek, dass wir dann auch nach Wandsbek-Gartenstadt kommen. Das ist doch ein recht fixer Kreis tatsächlich, ne? Irgendwo im Menü stand auch was an der Fahrzeit, so 45 Minuten ungefähr. Ja, mit ein bisschen rumpalavern, wie ich das ganz gerne mache. Kommen wir da auf ein bisschen länger Videolänge, aber so im Groben und Ganzen... Okay, das heißt, die sind nach dem Bahnsteig, die 30. So, zu kurz gefahren. 3, 4. Ja, das erreichen wir noch hier mit dem... Ja, mehr oder weniger. Okay, mach wieder warten, ne? Erreicht auch mal die Freigabe, weil... da können die sich die Tür noch selber aufdrücken. Ich könnte mal einen Schluck trinken, vielleicht ist das ganz gut. Das war auch echt gut im Fahrplan tatsächlich. Ich könnte vielleicht ein bisschen anfangen, gemütlicher zu fahren, habe ich das Gefühl. Ich will aber wieder oberirdisch. Ich will hier raus aus dem Loch. Ich weiß, es ist eine U-Bahn, aber... Ich will hier raus. U2, U3, U4. So, wir dürfen. Herzlich willkommen in der U3 nach Wandsbek-Gartenstadt. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Ach, hier waren die 30. Ups. Aber dafür finde ich jetzt die 30 wieder ein kleines bisschen untertrieben. Hat wohl seinen Zweck. Schön, dass wir so gemütlich gefahren sind. Oder hat sich das mir nicht ganz erschlossen? Da bin ich ganz ehrlich. So, jetzt zischen wir mal los hier wieder. Das ist da vorne schon eine Station. Könnte so sein. Ja, guck mal, da kann ich mir das Beschleunigen sogar sparen. Ist schon wieder Tunnel. Ich sag mal, mit ein bisschen Streckenkenntnis geht das natürlich hier alles ein kleines bisschen besser. Ist aber, glaube ich, generell so ein bisschen das Phänomen, was bei mir so alles aufeinander trifft. Also A, natürlich spiele ich das halt überhaupt zum ersten Mal. Heißt, ich muss mich sowohl, also ich muss mich an das Spiel generell so ein kleines bisschen gewöhnen, wie das funktioniert. Punkt B, das nebenher kommentieren ist gar nicht zu unterschätzen. So an Parallelität. Und mir fehlt natürlich auch die sämtliche Streckenkenntnis. Das heißt, das sind eigentlich alle Sachen, die man sonst im Prinzip halt hätte. Die ich halt nicht habe. Das war schön aufgelöst hier. Guck mal. Guck mal, sehen wir die gelbe Linie. Das ist U3. Die blaue Linie ist die für den Train Simulator. Ach, wir müssen immer noch warten. Das war schön. So. Genau. Wir sind hier Barmbek losgefahren. Einmal hier runter. Zack. Berliner Tor. Lübecker Straße. Und in Barmbek, da fahren wir nach Wandsbek. Gartenstadt über die Habichtstraße. Ja, ein paar Berührungspunkte haben wir ja hier mit der U1. Ja, deswegen auch tatsächlich ein bisschen ähnliche Berührungspunkte. So, zu damit. Ich kann mal langsam schließen drücken, ne? Das brauchen wir eigentlich gar nicht mit dem schnellen Schließen. Wir haben ja Zeit, wir sind da ja gar nicht in Eile. So. Ich habe jetzt aber auch nur ne, daraus geschlossen, dass wir, dass das unser Verspätungsindikator ist. Ich hoffe, das ist er wirklich. So, und was mir vielleicht im Vorhinein schon mal leid tut, ich weiß nicht, mein Setup ist so ein bisschen kaputt zurzeit. Also ich hoffe einfach, also ich habe vorher mal das Audio getestet, habe den Ingame-Sound extra relativ laut gemacht. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen lauter gemacht, aber subjektiv ist er viel leiser geworden. Ich hoffe einfach, dass das in der Aufnahme nicht zu
leise ist. Also er klingt unter alle Maßen leise. Ich hoffe einfach, dass es nicht so ist. Ansonsten kann ich jetzt auch nicht mehr viel retten. Dann müsste er halt mit meinem Gequatsch im Vordergrund irgendwie Vorlieb nehmen. Ich kann ja mal... ich kann da mal, egal ob das jetzt zu laut ist oder nicht, ich kann da gleich einfach mal so 5 Minuten ruhig sein oder so. Da könnt ihr einfach mal den Sound experiencen. Excuse me, da ist eine Stromschiene. Okay, das passiert, wenn man die Stromschiene läuft, man despawnt. Naja, also ich würde jetzt mal ab der Station vielleicht mal 1-2 Stationen komplett ohne Kommentieren fahren. Da könnt ihr euch jetzt gefahrlos den Sound mal lauter drehen und ich versuche dann mal leise anfangen zu sprechen, dass das wieder runterpegeln könnt. Einfach, dass ihr ein bisschen Sound mitbekommt. Wünsche ich euch viel Spaß. Nächster Halt, Hamburger Straße. Ausstieg rechts. Ich nähere mich mal wieder ganz langsam und gemütlich dem Mikrofon. So, wunderbar. Ich hoffe einfach irgendwie, das passt. Ich glaube echt, dass ich da halt irgendwas ein bisschen versemmelt habe im Setup. Ich hoffe, ich habe es damit ein kleines bisschen kompensiert. So, jetzt gehen wir mal fix hier. Trotz Freigabe gleich wieder weg. Gut, dann machen wir mal hier los. So, Kollege ist dann auch gerade noch mit eingefahren. Habt ihr gesehen, hier mal 50 anfangen. Sehr gut. Ich schwöre den Heide, ey, weißt du. So, wo haben wir den Heide? Da haben wir den Heide. Danach ist auch schon Barmbek. Boah, dann fahren wir gleich den exklusiven Teil nach Wandsbek-Gartenstadt. Ist aber auch, finde ich, eine interessante Linienführung. Habt ihr auch vorher schon auf dem Netzplan gesehen. Ne? Ganz spannend, dass du quasi diesen einen Zipfel hat, der dann immer nur so... ist quasi eine Ringlinie, aber auch nicht ganz, sondern, ach ja, ne, also du fährst quasi nicht irgendwie im Kreis. Oh, ich muss mal ganz kurz an die Tür. Ich bleib mal ganz kurz stehen und dann lasse ich euch mal mit den Fahrgästen alleine, hätte ich gesagt, ne? So, ich hoffe mal, die Fahrgäste waren
alle brav und sind brav eingestiegen. Ich gehe mal davon aus. So, machen wir mal weiter hier. Sind wir auch gleich da, ne? Haben wir auch gleich geschafft. Einmal noch nach Barmbek. Oh, guck mal, es war aber gar nicht so viel hinter der Zeit. Ja gut, wir sind ja auch, ne, laut dem zumindest Josh Mutmaß, dass es der Fahrplan ist, im Fahrplan. Nächster Halt, Barmbek. Übergang zur S1. Ausstieg links. Stimmt, das ist ja Barmbek und nicht Barmbek. Finde ich aber gut, dass ich gleich auch noch die akustische Rückmeldung habe, wie falsch ich die Stationsnamen ausspreche. Ja, so ist er dem. Jetzt müssen wir mal gucken, wir sind jetzt bei 60, haben dann nachher 50, wahrscheinlich kurz vor der Station. Dann bin ich mal gespannt, über welche Weiche wir fahren. Wir müssen jetzt ja so von der Richtung her wieder ungefähr so starten, wie wir vorher aus der Abstellung gefahren sind. Bin ich gespannt, ob wir das da gleich sehen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer werden. Die müsste ja auch irgendwo gleich auftauchen, die Abstellung. So, das Kollege, kann das sein, dass sie hier in der Mitte auftaucht, also links von uns. Ich kann mir vorstellen, dass wir da losgefahren sind. Okay, wir müssen uns da quasi irgendwo schauen, ob wir Richtung rechts abbiegen. Ja, das könnte sein. Ja, ich glaube, da sind wir gestartet. Das ist immer wieder hier, ist das nicht schön? Einmal im Kreis gefahren. So, Ausstieg beidseitig. Nee, links, okay. So, dann kriegen wir hoffentlich aber die letzten zwei Stationen auch noch hin. So, haben wir denn unser... Haben wir denn unser Hardtail? Schon da sind sie. 3, 4, 6. So, können noch ein bisschen laufen hier. Ach, hier hätten wir noch ein bisschen Umsteigezeit. Okay. Ne, komm, jetzt sofort gleich weiter. Direkt zurückbleiben, bitte. Direkt zurückbleiben, bitte. Haben wir mal den Light-Mode. Wobei, da kommen wir noch alle gleich weg. Guck mal, da vorne sitze ich sogar drin. So. Noch schon das neue HVV-Logo, wie man sieht. So, 50 dürfen wir hier. Aber wir haben noch eine 40 von woanders her. Fahren wir mal schön hier oben ein bisschen über die anderen Strecken hinweg. Das ist, glaube ich, auch den einen KI-Zug, den wir da am Anfang gesehen haben. Der dürfte auch ungefähr die Strecke da gefahren sein. So. Jetzt irgendwann müssen wir bestimmt auch schneller dürfen, wenn wir jetzt hier aus dem relativ engen Radius raus sind. Wir fahren relativ lang diesen engen Radius, habe ich das Gefühl. Es sind auch so ein kleines bisschen mehr als 90 Grad, glaube ich. Also sah auf der Karte auch nach einem echt ordentlichen Turn aus, den wir hier machen. So, da dürfen wir aber wieder turn around. So. Heißt aber, wir sind ja echt optimal jetzt im Zeitplan gewesen. Mal gucken, ob das an der letzten Station dann auch noch so ist, aber ich glaube schon, wie uns das Spiel gleich verklickert, dass wir quasi da sind. War alles für mich jetzt auch direkt noch neu. Immer noch keine Station. Vorne müsste aber eine sein. Da fahren wir aber nicht viel schneller. Das dürfte das gute Ding sein. Wird aber auch schon ganz schön blend, also suburban hier in den ein bisschen äußeren Bereichen. Na ja gut, wenn das Wandsbek Gartenstadt heißt. No shit, Sherlock, warum das wohl Gartenstadt heißt. Gibt ja auch in Karlsruhe Waldstadt. Das hat er auch nicht irgendwie ohne Grund diesen Namen bekommen. So, der Ausstieg hier in Fahrtrichtung links. 3, 4. Okay, interessanterweise dürfen wir doch hier relativ weit vor. Ist davon auch ein Ausgang wahrscheinlich, sonst würde das, glaube ich, keinen Sinn machen. Zurückbleiben, bitte. Zurückbleiben, bitte. So, das mit der Innenansage habe ich noch nicht ganz verstanden, weil die tut irgendwie nicht so, aber ja, schauen wir mal. Nächster Halt,
Alle bitte Wechselgeld geben. Haha, okay. Funktioniert das hier? Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Ich möchte bitte gerne mein gesamtes Wechselgeld. Ist witzig wegen... Okay. Ist nicht lustig, ich hab's schon verstanden. Ich find's ganz witzig. Ich gebe heute kein Trinkgeld. All change, please. Okay. Ja, ist das, fantastischer Witz. Mal wieder 10 von 10. So. Mal gucken hier. So, wir haben ja zumindest mal eine Idee, wann wir so da dran sein könnten, wenn die 20 anfangen. Könnte auch allerdings natürlich schon am Ende vom Bahnsteig sein, wenn es dann Richtung Abstellung geht. So, ich dachte, die Endstationsansage können wir nochmal spielen, wenn wir dort sind und da stehen, hätte ich gesagt. Das ist auch alle Bescheid wissen. Ich würde auch mal tatsächlich, wenn das geht, vorne mit in die Abstellung fahren. So, je nachdem, wie weit uns das Spiel lässt. Also man kann ja in der Abstellung starten. Ob wir da auch wieder hin können, ist die andere Frage. So, 3, 4, 6. Ja, warten mache ich es an der letzten Station auch nicht wirklich, ne? Das ist mir jetzt so. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Okay. War sehr viele Fahrgäste noch drin. Naja, gut. Dann wollen wir mal kurz warten, bis hier die Türen geschlossen sind. Ich kann nicht mal ganz kurz einen Blick nach hinten lugen, aber ist da auch einer. Mein Vater mit in die Abstellung, ist mir jetzt auch bewusst. So, das ist ein grünes Signal, ne? So ein Rangierding wahrscheinlich, wa? Rotes Signal. Okay, ja, Rangiergeschwindigkeit 20. Danach dürfte ich wieder 80, bringt mir aber nicht so viel. So. Bitte nicht einsteigen. Habe ich auch nicht vor. Dass die Leute eigentlich auch nicht aussteigen, ist halt... Ja. Ist wohl so... Okay. Haben wir mal hier. Zack. Na klar, damit wir dann auch zwischen den Wagen wechseln können, müssen wir natürlich hier irgendwo einen, so einen Dingens-Pseudo-Bahnsteig-Döns haben. Danach darf ich wieder 80 fahren. Hm. Wie auch immer das Spiel darauf kommt, dass ich in 120 Metern wieder 80 fahren darf. Das ist mir jetzt ein Rätsel, weil das Plan endet hier scheinbar auch. So, wir sind mal gespannt, wie weit wir da vorkommen. 7, 6, 5, 4. Ja, wahrscheinlich müssen wir auch das gar nicht so stark ausnutzen. Ne? Ich vermute mal, man kann gerade sagen, da haben wir auch noch echt gut Platz. Muss jetzt hier auch irgendwie anhalten oder so? Oh, wie schön war das? Das ist doch echt knapp, die Wendeanlage, ne? So, da könnte ich jetzt den Führerstand deaktivieren und so Schlüssel raus. Kehrgleismodus. Okay, den kann ich leider nicht anmachen. Egal. Ausstieg rechts. So ist das nämlich, ne? So. Ich hätte aber gesagt, das ist die Wiesen heute. Ach, hätte ich aktivieren müssen. Ja, ich weiß es noch nicht genau. Abfertigungsdurchsage. Okay, gut. Ich glaube, da haben wir das ziemlich erfolgreich geschafft. So. Machen wir mal auf hier die Türen. Steige ich mal einmal aus auf unseren Erfolg. Tun wir hier die Leute so ein kleines bisschen blöd machen, weil was sucht ihr noch hier? Gut, hier sollten sie vielleicht nicht aussteigen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Aber so weit, so gut, hätte ich gesagt. Wir können aber ganz kurz noch ganz durch den Zug hier laufen. Und die Zeit haben wir ja, wenn wir es schon am Anfang nicht gemacht haben. Wenn das Spiel, glaube ich, gerade stirbt. Ne? Mein PC sagt, jetzt ist mal langsam mal gut. Okay, dann ist langsam mal gut. Und ich hätte gesagt... Vielen Dank fürs Zuschauen. So, jetzt habe ich es hinbekommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Anführer zum Spiel auch unten in der Videobeschreibung. Ne? Könnt ihr klicken, wie gesagt, am 16. kommt das Ganze dann raus. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.